Yo, Freunde, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute geht es um Season 8 von Apex Legends. Wir haben alle sehr, sehr lange drauf gewartet. Und heute ist es soweit. Season 8 ist am Start. Ich freue mich mega drauf. Und in diesem Video gucken wir uns mal zusammen an, was es alles an Änderungen gibt in Season 8. Und dafür mache ich jetzt die offiziellen Patch-Notizen auf und die gehen wir einfach mal zusammen durch. Und bevor wir loslegen, wenn du neu bist auf diesem Kanal, lass mir doch jetzt schon mal auf Ehrenbasis ein kostenloses Abo da. Dann wirst du immer wieder benachrichtigt, wenn neuer Content von mir kommt. So, mit Season 8 kommen natürlich etliche Änderungen ins Game. Ich bin sehr gespannt drauf. Und natürlich fangen wir zuerst mit der neuen Legende an, Fuse. Fuse sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich nice aus, aber darum geht's nicht. Ihr habt wahrscheinlich auch alle den Legenden-Trailer gesehen. Ziemlich nice, bin ich sehr gespannt drauf, aber Fuse werde ich definitiv in einem separaten Video behandeln. Deswegen überspringen wir den relativ flott und kommen zum nächsten Punkt. Die neue Waffe, das 30-30 Repetiergewehr. Richtig nice, quasi ein Wingman-Gewehr, könnte man so sagen. Ich bin sehr gespannt drauf. Dieses schwere Unterhebel-Repetier feuert schlagkräftige Projektile ab, die einen fliehenden Mirage aus 200 Schritten Entfernung ausschalten. Der 30-30 ist der Inbegriff für Verlässlichkeit. Da ihm weder Sandstürme noch Temperaturschwankungen etwas ausmachen, ist er eine naheliegende Waffe für das Apex-Spiel. Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Auch diese Waffe würde ich jetzt nicht genauer drauf eingehen, weil auch zur Waffe und zum zur neuen Legende kommt definitiv ein separates Video. Gucken wir uns erstmal an, was die Patch-Notes ansonsten mit sich bringen. Wir haben natürlich Königsschlucht-Karten-Update, wobei Königsschlucht klingt so dämlich. Ich spiele es auf Englisch. Für mich ist und bleibt das Kings Canyon, aber ich kann die Patchnotes aus irgendeinem Grund nicht auf Englisch umstellen. Die stellen sich immer wieder auf Deutsch zurück. Deswegen gehen wir das jetzt auf Deutsch durch und ich übersetze die Begriffe einfach zurück ins Englische, weil mein Kopf ist kaputt, so ist das halt. Okay, wir haben auf jeden Fall Kings Canyon modifiziert, aber auch das werden wir in einem separaten Video sehen. Deswegen kommen wir wirklich auf die einzelnen Punkte zu sprechen, die sich verändert haben. Wir haben zusätzlich jetzt legendäre Magazine, also Legendary Max, Goldene Max werden das sein und die haben definitiv ein paar coole neue Fähigkeiten. In Season 8, führt die Golden Magazine ein, werden sie einer Waffe hinzugefügt, werden Waffen im Halfter nach einer kurzen Verzögerung automatisch nachgeladen. Das ist geil. Das heißt, musst die Waffe nicht nachladen, du steckst die ein, er lädt automatisch nach. Goldmagazine haben dieselbe Kapazität wie Violette, also wie Purple Max, und sind für leichte, schwere Scharfschützen und Energiewaffen verfügbar. Ja, okay, ich hätte mir natürlich eine größere Kapazität gewünscht, aber wie ich immer sage, man kann nicht alles haben und automatischer Reload ist, automatischer Reload kann definitiv sehr praktisch sein. Benutzerfreundlichkeitsupdate, Schadenzähler. Wir haben im HUD einen Schadenzähler hinzugefügt. Da dieses Feature häufig gefordert wurde, freuen wir uns, das Tracking auf der Jagd nach Plaketten und Schadenzähler. Wir haben dem HUD einen Schadenzähler hinzugefügt, da dieses Feature häufig gefordert wurde. Freuen wir uns, das Tracking auf der Jagd nach Plaketten und Herausforderungen zu erleichtern. Das heißt, es ist im Game ersichtlich, wie viel Damage man diese Runde gemacht hat. Gerade wenn man die 2K-Badge oder die 3K-Badge oder sogar die 4K-Badge farmen will, ist es eventuell praktisch, wenn man sieht, oh warte mal, ich brauche nur noch 200 Schaden. Und dann würde man eventuell anders spielen, um halt auf seinen vollen Damage zu kommen. Finde ich eine sehr coole Funktion. Bin ich sehr gespannt drauf und mal gucken, ob man die auch in dem Optionsmenü vielleicht aktivieren und deaktivieren kann. Nächster Punkt, Munition pingen. Durch das Pingen von Waffen oder Munition in eurem Inventar wird im Schnellchat eure aktuelle Munition neben Spieler will Munition angezeigt. Das ist relativ cool, wenn jemand nach Munition pingt und man sieht, ey Alter, der hat mehr als ich, warum soll ich da überhaupt was droppen? Oder man sieht, Alter, zumindest habe ich das oft, dass ich wirklich null Schuss habe und ich pinge und keiner droppt was und die Leute sehen dann, ey, der hat wirklich null Schuss, ich droppe zumindest 10, damit er mal mit seiner Wingman ballern kann. Dann haben wir im Colorblind-Update Heilung und Wiederbelebung folgt jetzt dem Colorblind-Regeln. Wenn die entsprechenden Einstellungen aktiviert sind, kann ich mir jetzt noch nicht viel drunter vorstellen, wie das dann anders aussieht. Ihr wisst, ich persönlich spiele im Colorblind-Mode, aber wie das aussehen wird, muss ich dann gucken, kann ich jetzt nichts zu sagen. Lore-Notizen auf Kanon-Skins. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe da eben schon reingelesen. Einige unserer Skins sind Teil des Kanons. Des Kanons? What the fuck, Alter? Andere machen wir nur so zum Spaß für die Skins, die für einen wichtigen Teil der Hintergrundgeschichte eines Charakters stehen, haben wir einen kleinen Text hinzugefügt, der die Bedeutung des jeweiligen Skins im Leben der Legende beschreibt. Okay, das heißt, wir haben für verschiedene Skins, die irgendwie zu der Geschichte der Legende gehören, werden wir dann Hintergrundinformationen finden. Interessiert mich nicht. Ich weiß aber, dass viele unter euch sehr interessiert sind an den einzelnen Geschichten der Legenden. Mich persönlich hat das noch nie so gebockt. Kommen wir zur Legendenmeta. Wir haben für Wraith eine Hitbox-Anpassung. Noch eine. Die wurde ja zuletzt, glaube ich, schon angepasst. Zumindest der Run wurde angepasst, damit Wraith beim Laufen nicht mehr so schwer zu treffen ist.
Und wir haben definitiv, wie man sieht, hier eine neue Hitbox. Die ist ein bisschen breiter als vorher. Man sieht es an verschiedenen Stellen, dass die Hitbox jetzt ein bisschen größer geworden ist. Inwiefern sich das dann im Spiel auswirkt, dass man Wraith besser treffen kann, kann ich nicht sagen. Ich persönlich hatte noch nie aktiv dieses Gefühl im Spiel, dass ich dachte, da ist eine Wraith, die treffe ich jetzt nicht. Vielleicht liegt das auch an der Art der Waffen, die ich spiele. Vor allen Dingen, weil ich gerne Shotguns spiele, müssen wir uns im Spiel definitiv mal angucken. Aber der ein oder andere wird sich drüber freuen, der immer dachte, Wraith treffe ich nicht. Selbst nach diesen Änderungen bleibt Wraith klein und schwer zu treffen. Sie behält untergetaucht, bla bla bla. Ja, es ist jetzt auch gar nicht. Da müsste ich jetzt mit so einem Millimetermaß mal dran gehen, um da irgendwie exakt zu sehen, wie die Hitbox größer ist. Auf den ersten Blick sieht es für mich fast identisch aus. Es sind wirklich Millimeter. Man sieht zum Beispiel am Kopf, dass das Quadrat größer ist, aber inwiefern sich das aufs Spiel auswirkt, werden wir auch sehen, Freunde. Weiter geht's mit Rampart. Schielerwinkel von 120 auf 180 Grad vergrößert. Das ist tatsächlich ein richtig geiler Buff. Man hat von der Schiele, also wenn man an der Minigun sitzt vorher, ich fand den viel zu klein, den Winkel. Einer der Gründe, warum ich immer gesagt habe, Rampart ist Müll, ist überflüssig. Wenn man jetzt auf 180 Grad schwenken kann, also nicht mehr so, sondern so und so, ist das definitiv stärker. Ich würde mich nach wie vor über 360 Grad freuen, aber vermutlich wäre das wiederum zu OP. Wandgesundheit in Bauphase von 1 auf 45, das ist geil, das ist richtig geil. Scharfschützen-Munition durchschlägt sie auch weiterhin. Wer kennt das nicht? Man will so eine blöde Wand aufbauen mit Rampart und sobald du noch beim Aufbauen wird die umgeballert. Das heißt, wir haben die Gesundheit in der Bauphase von 1 auf 45 erhöht. Das ist ein massiver Buff und auch der war längst überfällig. Hinweise, Rampart rangiert seit ihrer Einführung im unteren Bereich unserer Leistungsmetrik, ja, aus gutem Grund. Ihr Kit basiert vor allen Dingen auf den aktiven Einrichtungen, starken, bla bla bla. Ja gut, behalten Sie den Aspekt im Auge. Ich bin mal gespannt, werden wir dann aktiv im Spiel sehen, wie sich das aufs Gameplay auswirkt. Horizon kriegt einen Nerf. Der Gravity Lift wird von 21 Sekunden Cooldown auf 25 Sekunden erhöht. Der war schon relativ low, muss man sagen, aber ob das die Legende jetzt schwächer macht, wirklich weiß ich nicht, weil so krass oft habe ich den Gravity Lift eh nicht benutzt, außer eher aus Fun-Gründen. Aber im Kampf, weiß ich nicht, werden wir sehen. Ist ein kleiner Nerf, finde ich jetzt nicht so krass. Müssen wir uns dann anschauen, wie sich das aufs Gameplay auswirkt. Weiter geht's mit Octane. Startkissen überarbeitet. Was zur Hölle sind Startkissen? Die Jump-Pads oder was? Viele Spieler kannten vielleicht Octanes Supersprung, der mit dem gut getimten Sprung während des Kissenkontakts möglich war. Das war wahrscheinlich okay. Das war immer, wenn man Spring gedrückt hat auf dem Jump-Pad. Ich dachte, das wäre so vorgesehen. Nach der Einführung des Doppelsprungs trat ein Eingabekonflikt auf. Oh ja, der hat mich tierisch genervt. Dann hat der Double-Jump nie geklappt. So, springen Sie aus dem Stand auf ein Sprungkissen. Beschreiben Spieler nun einen hohen Bogen mit der Geschwindigkeit und Flugbahn des alten Supersprungs. Ah, okay, das ist auf jeden Fall sehr praktisch, dann muss man nicht mehr springen drücken und man braucht auch nicht mehr den dämlichen Double Jump, der irgendwie verkackt ist. Bei Sprüngen aus der Hocke ist die Flugbahn flacher, die Spieler fliegen also niedriger, aber weiter in eine Richtung. Das ist ziemlich nice, ich fand nämlich die Jump Pads von Octane bei weitem nicht so cool wie den Gravity Lift von Horizon. Müssen wir uns mal anschauen, was man da für neue Spielzüge mit auf die Kette kriegt, gerade wenn man gehockt drauf geht und wirklich schnell und weit nach vorne fliegt, könnte cool sein. Müssen wir uns mal im Game angucken. Krypto, Axt, Stars Bogensterne, diese Übersetzung. Oh, Arkstars können nicht mehr an verbündete Drohnen angewacht werden. Das kannte ich nicht. Kanntet ihr den Arkstar an der Kryptodrohne und an den Gegner? War mir nicht bewusst. Habe ich auch noch nie im Game erlebt. Und ihr wisst, ich habe sehr viele Games runtergekloppt. War aber anscheinend ein Bug, der noch nicht behoben war. Lober, Beute in ungeöffneten Care Packs ist jetzt mit geübter Blick sichtbar und über den Schwarzmarktboutique. Ah, das ist nice. Das ist nice. Das fand ich auch total dämlich, warum das noch nicht im Spiel ist, dass man mit Loba, auch wenn das Care-Pack zu ist, sieht, was da drin ist und das mit dem Black Market rausziehen kann. Ist jetzt am Start, macht Loba noch stärker und ich fand, die hatte mit Season 7 schon einen sehr starken Buff bekommen. Und es geht weiter. Loba spielt sich an die Spitze der Legenden auf jeden Fall. Ich finde Loba super, ist immer gut, eine Loba im Team zu haben. Selber spiele ich die nicht so gern, weil ich meistens Bock habe auf andere Fähigkeiten. Caustic. Das gesamte Gas löst sich nun auf, sobald Caustics gesamtes Team eliminiert wurde. Finde ich sehr praktisch, weil wer kennt das nicht? Man kämpft mit einem Team, man killt den Caustic und die Ulti schwebt noch 10 Sekunden über den Deathboxen und du kannst nicht looten. Finde ich nice, war überfällig, ist für mich weder ein Buff noch ein Nerf, weil wenn das komplette Team tot ist, ist es dem Caustic egal, ob sein Gas da noch schwebt. Ist einfach wirklich für alle eine willkommene Änderung in diesem Spiel. Mirage Bambusels erzeugen jetzt Schrittgeräusche. Das ist geil, das ist richtig geil, weil da kann man wirklich Bambusel nochmal auf ein neues Level bringen, wenn die Bambusel jetzt, die wurden ja auch schon mit Season 7 gebufft, aber wenn die jetzt auch endlich noch Steps machen, sehr willkommene Abwechslung, definitiv.
So, als nächstes kommen wir zur Waffenmeta. Voll ausgestattete Rotation, das heißt, das sind die fully kitted Waffen, die man finden konnte an verschiedenen Stellen der Map, meistens in der Hotzone oder aus goldenen Cargo-Bots etc. Ihr wisst, was ich meine, die goldenen Waffen, die man auf der Map finden konnte, die eigentlich nicht stärker waren als normale Waffen. Viele Leute haben das immer noch nicht verstanden. Diese Waffen sind und waren nie stärker als eine normale Waffe, die waren einfach nur Gold, weil die voll ausgestattet waren mit allen Attachments. Und entfernt aus der letzten Season haben wir Wingman, Sentinel, Gott sei Dank. Die Havoc, die Scout und die Alternate. Habe ich schon mal eine goldene Scout gefunden? Ich finde immer nur die Wingman oder die Sentinel und die Havoc, aber die G7 und die Alternator in Gold habe ich die komplette Season 7 nicht gefunden, oder? Wie ist das mit euch? Schreibt mal. Hinzugefügt haben sie dafür eine 301, richtig nice. Dann das 30-30 Repetiergewehr. Wie nennt man das? 30-30. Wird sich wahrscheinlich etablieren, genau wie R99. Nennt man die wahrscheinlich dann 30-30 oder so ähnlich. Mosambik, Alter. Eine goldene Mosambik. Aber wenn da Hammerpoints mit raus sind, why not, Alter? Longbow, freue ich mich drüber. Ich spiele gerne Longbow. Dann noch die Spitfire hinzu. Ja, ich bin kein Spitfire-Spieler. Lassen wir uns mal überraschen. Die goldenen Waffen fand ich nie so krass, habe ich selten gefunden und auch selten gespielt, weil ich meistens schon die Waffe hatte, die ich spielen wollte und meistens auch mit Attachment, so ist das halt. Dann haben wir bei den Hop-Ups den goldenen Stabilizer aus dem Beutepool entfernt, finde ich ein bisschen schade. Ich fand es vor allen Dingen nice, wenn er halt, wer meine Videos verfolgt hat, ich habe es oft empfohlen, wenn der goldene Stabilizer im Replicator zu craften ist, teilweise für Spottpreise. Ich habe den immer mitgenommen, ist raus, ist ein bisschen schade, aber der Purple Stabilizer tut es genauso gut. Dann haben wir ein paar Anpassungen. Wir haben den Double-Tap-Trigger ist komplett entfernt worden aus dem Spiel. Ich weiß nicht genau, was dahinter steht. Die Doppelschuss-Anpassung, das muss der Double-Tap-Trigger sein. Ich weiß nicht, warum die den komplett rausgenommen haben. Ich habe den gefeiert, sowohl auf der Scout als auch auf der EVA 8. Aber habe mich oft geärgert, wenn ich den aus Versehen aufgesammelt hatte. Ich wusste nicht, dass ich den habe. Dann ballerst du, peng, peng. Und die Schussmetrik ist komplett anders und du bist total irritiert. Zusätzlich wurden aber die Anvil-Receiver wieder eingeführt. Auf Deutsch die Amboss-Projektil-Anpassung. Was für eine bescheuerte Übersetzung wieder. Anvil Receiver ist wieder im Game. Fand ich nie cool. Für 301 und Flatline war der in der letzten Season. Ob die auf neue Waffen abgestimmt haben, weiß ich nicht. Aber Anvil Receiver für 301 und Flatline hat man sich immer geärgert, wenn aus einem goldenen Cargo der scheiß Anvil rausgefallen ist. Macht mehr Schaden, aber verringert die Feuerrate. Im Endeffekt nur nützlich, wenn man auf Single Shot für Long Range umstellt. Habe ich nie den krassen Nutzen drin gesehen, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen unter euch, der sagt, yo, krass, Alter, mega stark, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Dann wurde die Volt genervt. Der Schaden wurde von 16 auf 15 gesenkt. Das klingt niedrig, macht aber auf die Menge wahrscheinlich einiges aus. Muss ich gucken, wie sich das verhält. Die Volt war sehr stark. Ich glaube, die ist auch danach immer noch stark, aber vielleicht ein bisschen mehr balanced. Müssen wir beobachten. Bei so kleinen Werten kann ich nie sagen, wie krass sich das jetzt auswirkt. Muss man sich in anderen Dimensionen vorstellen und mal durchrechnen, wie viel Schuss man pro Sekunde abfeuert mit dieser Waffe und dann gucken, wie sich das effektiv auswirkt. Werde ich nach Gefühl gehen, wenn die Season da ist, ob die Waffe noch so stark ist und auch Spaß macht. Die Alternator hingegen wurde gebufft, finde ich krass, weil ich die Alternator ziemlich krass fand. Ich fand die schon immer overpowered, ich habe die gerne gespielt und immer sehr gerne als Platzhalter, bis ich eine 99 gefunden habe. Hier hingegen wurde der Schaden von 15 auf 16 pro Projektil erhöht. Muss ich auch gucken, wie sich das auswirkt, aber sehr willkommener Buff. Ich fand die Alternator aber schon vorher stark. Schreibt mir gerne, was ihr von der Alternator handelt. Dann kommen wir zu meiner fasten Spitfire. Die spiele ich gerne im Early aus dem Hipfire, wenn ich nichts anderes habe. Aber auch die wurde gebufft. Von 18 auf 19. Nachladetempo von 2,8 auf 3,2 aber erhöht. Was wiederum, ist das erhöht? Das ist doch ein Nerf. Das ist ein Buff. Das ist ein Nerf. Das heißt, die lädt länger nach. Macht aber dafür mehr Schaden. Bei den großen Magazinen macht sich das wahrscheinlich kaum bemerkbar. Nachladetempo für leere Waffe von 3,3 auf 3,8 Sekunden erhöht. Finde ich okay, ist ein Riesenmagazin, kann man machen. EVA 8 Feuerrate von 2,0 auf 2,1 erhöht. Weiß ich noch nicht, wie sich das auswirkt. Ich fand, die EVA 8 hat eh schon relativ schnell geschossen. Aber gucken wir mal, wie das dann aussieht. Als nächstes kommen wir zu den Bugfixes. Caustix, Sonarfähigkeiten beenden Caustix Highlight-Sicht nicht mehr. Der Bug war mir tatsächlich nicht bekannt, muss ich zugeben. Aber vermutlich gut, dass es behoben wurde. Loba, einige Exploit-Bereiche in King's Canyon, die Loba mit ihrem Armreif erreichen konnte, wurden repariert. Auch da kenne ich das aus verschiedenen Videos. Wie die mit Loba in verschiedene Stellen reinglitschen, habe ich nie gemacht. Fand ich auch nie sinnvoll, aber längst überfällig, dass man so Bugs behebt, wo Loba sich irgendwie unter die Map oder über die Map teleportieren kann.
mit so ein bisschen Schnickschnack. Weiß ich nicht, ob sich das irgendwie aktiv auf meinen Game-Stil auswirken wird. Habe ich nie gemacht, habe ich auch nie beobachtet. Kenne ich nur aus YouTube-Videos. Rampart. In Octanes Stadtübernahme kann Rampart Sheila nicht mehr auf die Sprungkisten stationieren. Habe auch ich nie mitbekommen. Das sind Bugs, die man wahrscheinlich als ganz normaler Spieler nicht mitbekommt und eher Leute just for fun für Videos genutzt haben. Genau wie hier Problem mit Ramparts passiver Fähigkeit, die nach dem Wechsel des Charakters auf den Schießstand aktiv bleibt. Ach, come on. Also ist wahrscheinlich sinnvoll, aber wird uns als normalen Spieler nicht interessieren, dass auf der Shooting Range sich irgendwas verbuggt hat. Havoc, es wurde ein Problem behoben, dass durch das Havoc 100% Präzision. Das Havoc? Ich sage immer die Havoc. Durch das Havoc? Hä? Wie sagt ihr, die Havoc oder das Havoc? Ich habe eine Havoc gefunden oder ich habe ein Havoc gefunden. Ist doch Unsinn. Durch das, die Havoc, sage ich jetzt einfach mal, 100% Präzision hatte. Auch das war mir nicht bekannt. What the fuck? Wenn es durch Ramparts verstärkte Deckung aus der Hüfte abgefolgt. Krass, was es für Bugs gab. Ich kannte die nicht. Peacekeeper, auf Deutsch Friedensstifter. Es wurde ein Problem behoben, das auftrat, wenn man Horizons Fähigkeiten benutzte und dann mit einem Friedensstifter, einer Peacekeeper, sofort mit Visier zielte. Kannte ich auch nicht. Aber ja, Bugfix sind natürlich immer sinnvoll. Sollte Respawn schneller dran gehen. Gruppen, die Möglichkeit, Freunde von der Freundesliste in Clubs einzuladen, wurde reaktiviert. Okay, habe ich auch nicht mitbekommen. Ich benutze die Clubs nicht. Ich habe den Nutzen nicht gesehen, aber schreibt mir gerne mal, ob ihr von den Clubs, ob ihr die aktiv nutzt und sagt, hey, das ist der Shit, Alter. Das lohnt sich voll. Es wurde ein Problem. Durch das einige Benutzer die letzten Squad-Einladungen deaktiviert hatten, nicht in Club-Event-Zeitleiste angezeigt worden, nachdem sie eine Top-5-Platzierung erreicht hatten. Okay, habe ich auch nicht genutzt. Kann ich nichts zu sagen. Kann keine Verbindung mit der Club-Datenbank herstellen werden. Anscheinend nicht. Ja, okay, gut. Das heißt, diese ganzen Anpassungen wirken sich auf die Clubs aus. Habe ich nie genutzt. Kann ich nichts zu sagen. Aber wahrscheinlich gut, dass es behoben wurde. Spieler werden nicht mehr aus Clubs geworfen, wenn sie auf Xbox das Profil wechseln. What the fuck, Alter? Dann haben wir noch verschiedene Sachen, die behoben wurden. Es wurde ein Problem behoben, durch das Zuschauer in Pathfinders Stadtübernahme nicht jubelten. Das ist ja eine Frechheit. Wurde ein Problem behoben, durch das einige Erbstücke im Erbstück-Shop nicht angezeigt worden. Ich habe noch nie ein Erbstück gezogen, deswegen gucke ich da auch nicht rein. Soll ein Problem behoben, durch das Termitgranaten auf Olympus durch bestimmte Wände Schaden verursachten. Das habe ich tatsächlich, glaube ich, schon mal erlebt, aber werden wir auch gucken, wie krass sich das dann auswirkt. Also insgesamt gibt es ein paar nette Änderungen. Es gibt ein paar Buffs, ein paar Nerfs. Bahnbrechend finde ich die Änderung jetzt nicht. Ich persönlich bin mehr gespannt auf Fuse und auf den neuen Kings Canyon und auf die Änderungen am Ranked vor allen Dingen, die auch separat behandelt wurden. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Wenn euch das interessiert, geht auf die Seite oder gibt das mal auf YouTube ein. Es gibt auf jeden Fall jetzt mehr Sekunden, um Assists zu machen im Ranked. Ich glaube, es wurde von 7,5 auf 10 Sekunden angehoben oder von 10 auf 15, ich weiß nicht mehr genau. Die Zeit für Assists ist auf jeden Fall jetzt länger, freue ich mich sehr drüber. Ich habe mich oft geärgert, dass ich 90% des Schadens mache, dann ziehe ich eine Bat, in der Zeit killt mein Teammate jemanden und ich kriege noch nicht mal einen Assist. Wer kennt das nicht, habe ich mich sehr, sehr, sehr oft drüber geärgert. Das wurde auf jeden Fall im Ranked auch behoben. Ja, ansonsten bin ich sehr gespannt auf die Season, hätte mich aber gefreut, wenn ein paar Punkte auch behoben worden wären, wo ich mich seit Season 1 drüber ärgere. Unter anderem, wenn ich einer Party joine, um zu gucken, ob die verfügbar sind, dann sind die im Match, ich gehe raus, will ein Game starten und das Game startet nicht bei mir. Seit Season 1 ist das, egal ob ich auf Origin spiele oder auf Steam, der Bug ist seit Anfang an vorhanden, die ändern nichts dran. Serverstabilität wäre auch so ein Thema, wo ich mir gewünscht hätte, dass sie da mal was zu sagen. Aber das Allerwichtigste, das nicht existente Skill-Based Matchmaking, wenn man Public Games spielt. Ich sage bewusst nicht existierend, weil Apex sagt seit Season 1, oh ja, ja, das verbessern wir. Es gibt keins. Bitte schreibt mir eure Erfahrung mit Skill-Based Matchmaking in die Kommentare rein. Meiner Erfahrung nach, vielleicht auch, weil ich in so einem Schwebezustand bin, ich bin nicht richtig gut, ich bin aber auch nicht richtig scheiße und bei mir kommt einfach, es ist bunt zusammengewürfelt, was ich für Teammates kriege und für Gegner, aber Skill-Based ist das definitiv noch nie gewesen. Die Erfahrung haben auch viele Mates von mir, ob auf High Elo oder auf Low Elo. Bei niemandem funktioniert das Skill-Based Matchmaking. Ich glaube, das gibt's nicht. Ich glaube, das ist ein Gerücht. Hätte ich mich wesentlich mehr drüber gefreut, wenn die gesagt haben, hey Leute, diese Season kommt nicht viel Neues, aber endlich haben wir ein anständiges Skill-Based Matchmaking. Und wenn man halt auch 3 Minuten auf ein Game warten muss, aber dafür mit Leuten auf seinem Skill-Level gematcht wird, hätte ich mich mehr drüber gefreut, muss ich zugeben. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen dazu in die Kommentare. Ja, ansonsten war's das mit Season 8. Zu allen anderen Punkten werden in den nächsten Tagen Videos auf meinem Kanal kommen.
kommen, so schnell wie möglich. Unter anderem zu Fuse, zum neuen Kings Canyon, zur neuen 3030-Waffe. Definitiv komplette Videos. Also, wenn du es noch nicht gemacht hast, lass jetzt sehr gerne ein kostenloses Abo da. Dann wirst du benachrichtigt, sobald diese Videos kommen. Und wenn du Bock hast, mal im Livestream vorbeizukommen. Ich bin Montag bis Donnerstag immer ab 20 Uhr live auf Twitch und spiele da Apex Legends bis zum Abwinken. Komm gerne vorbei, lass ein Follow da und dann siehst du die Videos, bevor sie auf YouTube kommen. Ist das nicht cool? So, Freunde, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Reingehauen und ciao, ciao.